Hallo und herzlich willkommen in der Stream-Zusammenfassung vom vom Mittwochstream bei eHio. Ich bin heute allein. Kein Matthias da, leider Gottes. Der hat einen Termin. Und deswegen muss ich euch heute allein bespaßen. Und aus dem Grund machen wir heute ein paar coole ESB-Home-Geschichten, die ich eigentlich schon länger machen wollte. Aber Matthias immer gesagt hat, nein, das darfst du nicht machen, weil. Wir haben heute was vor. Und zwar will ich, also Matthias hat ja in seiner Senseo-Version, in der neuen Platine, hat er eine riesen komplizierte Schaltung drin, um den NTC abzufragen. Und zwar so ungefähr ähnlich diese OPV-Schaltung, die original drin war. Plus nochmal irgendwie halt ein ADC mit I2C und so weiter. Wir probieren heute mal was ganz Rudes, Brutales. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Wir werden es rausfinden. Deswegen machen wir das heute. Weil wenn es nämlich funktioniert, können wir uns ganz, ganz viel sparen auf der Platine. Und zwar gibt es bei ESP Home eine Möglichkeit, dass man einfach einen Vorwiderstand hinpackt, den zum messenden Widerstand hinpackt und mittig zum ADC geht. Und dann kann ich beim ESP Home sagen, er soll einen Widerstand messen. Erst muss man einen Analog-Pin definieren, dann muss man sagen, ich messe einen Widerstand. Und dann kann ich ihm sagen, dieser Widerstand ist ein NTC mit 10K. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Der ADC ist unglaublich schlecht, aber wir müssen ja nicht auf 100 Grad die Temperatur genau messen. Ich will ja, dass der Boiler warm wird. Und ob der jetzt 85 Grad hat oder 84,97, spielt für meine Kaffeekochanwendung nicht wirklich eine Rolle. Also natürlich, Neudi, also es macht nicht nur diese 1 Grad pro Brühung, also natürlich auf 0,01 Grad genau muss die Maschine die Temperatur halten. Plus natürlich, wir brauchen eine Hochpräzisionsdruckregelung, dass immer 7,84 Bar durch die Kaffeebohnen strömen, auch wenn sich da drin in der Struktur was ändert, damit der Kaffee natürlich unten perfekt rauskommt. Wir müssen natürlich diesen Kaffee davor auch exakt akribisch auf das Mikrogramm genau wägen. Also da muss man dann mit einem kleinen Marderhaarpinsel einzelne Kaffeekörner rausholen mit dem, damit natürlich der Kaffeemenge auf Gramm genau stimmt. Dann muss man das mit diversen Gerätschaften verteilen und pressen und Gitter drüber und so. Nur so natürlich kriegt man den perfekten, perfekten Espresso. Es ist natürlich bei mir schlicht und ergreifend so, ich habe ja mittlerweile auch einen Siebträger, mir ist das so scheißegal, ich will Koffein und ich bin in der Früh froh, wenn ich statt Salz Zucker in meinen Kaffee schütte. Ich habe auch schon oft genug Salz in meinen Kaffee geschüttet, weil ist auch weiß und die Augen noch nicht so offen in der Früh. Von dem her, ja, wer von euch stellt sich da in die Küche und tut da 10 Minuten ein Ritual machen mit Mühle und Ding und da verteilen und pressen und also ich würde das niemals hinkriegen. Keine Chance. Also ich mache mal irgendwie einen Kaffee auf irgendeine Art und Weise mit irgendeiner Menge, schütte mal den rein, dass ich irgendwie in die Arbeit komme und da ziehe ich mir dann erstmal für 60 Cent so einen Automatenkaffee rein und denke mir so, geil, Koffein, das reicht mal bis zur ersten Pause. Ne? Mit was fangen wir an? Wir müssen erstmal schauen, ob die alte Platine noch funktioniert. Das ist mal Schritt Nummer uno. Ah, der Greenscreen funktioniert einwandfrei. Wir haben da was runtergelötet, wir haben da was runtergelötet, wir haben da was runtergelötet. Vielleicht funktioniert sie noch, vielleicht auch nicht mehr. Das ist der Mikrocontroller, der drauf ist. Ich wurde ja gefragt, was wir drauf haben. Jetzt könnt ihr euch nochmal ein Bild davon machen. Ein ESP32, Boom 32E hängt drauf. Und mit dem müssen wir arbeiten. Wir haben hier schon einiges programmiert. Wer sich erinnern kann an die Streams, wir haben hier schon die LEDs programmiert, dass wenn ich die Taste drücke, dass die LEDs eingehen. Ich habe schon mal das Netzteil eingeschaltet. Für den Fall, dass der Sicherung fliegt, wenn ich es einschalte, habe ich schon mal vorher gemacht. Ich würde jetzt einfach mal ganz unverblümt, ich mache das einfach mal, wir haben hier das total super beschriftet. Matthias hat hier eine ganz tolle Platine gebaut. Wir haben hier 5 Volt und wir haben hier Ground. Und ich hänge mir jetzt einfach da mal an diese 5 Volt dran. Wir tun das Netzteil mal vernünftig einstellen, dass eine Strombegrenzung drin hat. Und dann wird es die schon freibrennen, diese Lötbrücke, wenn es wäre. So, ich gebe jetzt mal drauf. Kanal 3, 5 Volt und 0,5 Ampere oder so muss reichen, oder? Sicherheitshalber und on.
Ja, 140 mA braucht er gerade. Aber das muss ich auch irgendwann mal anzeigen. Ich muss mal schauen, wie ich das Netzteil eingebunden kriege im Stream. Das wäre auch cool. Wir hatten das letzte Mal das so programmiert, wenn man eine Taste drückt, geht die LED an und wir haben irgendwas da oben mit den LEDs haben wir auch schon programmiert gehabt. Die geht nur an. Boah. Okay, also der ESB funktioniert noch. Wir haben jetzt hier die Senseo. Ich habe euch ganz oben, ganz lieblos da oben die Kamera da eingeblendet, weil ich habe jetzt den Chat über mir, der ist mal wichtiger. Ich habe die Tasten gedrückt und das zeigt er ja an, ne? Sieht man hier? Ich die Taste drücke, dann turned on, wenn ich es loslasse, turned off, das, oh Gott, läuft immer noch. Das ist, zeigt an und ich kann hier, glaube ich, auf die Heizung drücken. Genau, und dann geht da die LED aus und ein. Pumpe auch, oder? Ja. Genau, das funktioniert soweit. Dann müssen wir uns jetzt mal was anschauen. Und zwar, ich bin ja hier bei Components und da gibt es irgendwo, gibt es glaube ich, Resistor oder wie das heißt. NTC-Sensor da. Und über den NTC-Sensor bin ich auf Resistenz kommen. Und da sehen wir jetzt, wie es aufgebaut wird. Die nehmen einen 5K6-Widerstand und hängen den NTC oder den was auch immer Widerstand da unten dran. Und das müssen wir uns jetzt mal anschauen, ob das funktioniert. Wir nehmen nicht 5 Volt, sondern wir nehmen 3,3 Volt. Das sind die Widerstandswerte. Der Manuel hat uns liebevollerweise ein Dokument zur Verfügung gestellt und da habe ich das jetzt alles rauskopiert. Wir haben bei 100 Grad haben wir 678 Ohm. Ich behaupte mal, wir werden nicht über 100 Grad kommen. Vielleicht bin ich jetzt zu naiv, aber ich behaupte, wir schaffen das. Nicht, dass Wasser über 100 Grad erhitzt wird in diesem Boiler. Von dem her sind wir irgendwo in dem Bereich 700 Ohm. Er hängt extrem durch, wie man sieht, ne? Und bei 25 Grad, nee, so rum, bei 25 Grad haben wir die 10K. Und ich glaube auch nicht, dass wir großartig kälter wie 20 Grad, 18 Grad, sowas kommen. Also 15K. Da oben, da ist mir dann aber auch wurscht. Also wenn er da dann einen falschen Wert anzeigt, ich muss ja nicht die Raumtemperatur genau messen. Naja, Standard NTC 10K. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, was tun wir für den Vorwiderstand hin. Weil hier haben wir ja, oh, da. Hier haben wir ja jetzt 5K6. Ich habe schon einen hergerichtet und zwar habe ich einen. Ich glaube, ich habe sogar einen 5K6 hergerichtet, weil da habe ich nämlich einen blauen da gehabt, einen 1%igen. 6K bei 3,3 Volt, also 3,3 durch 6000, sind wir halt im halben Milliampere, das da abfließt. Ich glaube, das können wir im schlimmsten Fall verkraften. Und ich glaube, dadurch wird sich der NTC im Wasser auch nicht sonderlich erwärmen. Von dem her könnte das eigentlich schon klappen. 4K7 habe ich leider, glaube ich, keinen mit 1%. Da ich würde, glaube ich, schon relativ gern einen 1%igen reinpacken. Genau, möglichst viel vom Messbereich ausnutzen wollte. Deswegen schauen wir uns gerade mal an. Also wenn ich jetzt 5K oben hinpackt, dann haben wir bei dem Bereich 5K zu 15K. Das heißt, wir haben oben ein Teil, unten drei Teile. Das heißt, es fallen, keine Ahnung, 2,5 Volt unten ab. Und wenn wir dann in dem Bereich sind, da unten bei 90 Grad, sagen wir mal, haben wir 5K zu 900 Ohm, 1000 Ohm, dann fallen 5 zu 1 ab, das heißt, es fallen, keine Ahnung, 2,8 Volt oder so oben ab und 0, irgendwas unten, das heißt, da sind wir eigentlich schon in einem guten Bereich. Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn wir da irgendwo in dem Bereich, wo wir hinwollen, mittig in dem Bereich, also irgendwo um die 5K drumherum, dann glaube ich, deck mal. Was den Widerstandshub anbelangt, eigentlich irgendwas zwischen 5 und 10K decken wir, glaube ich, am meisten ab von dem Ganzen. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir schauen erstmal, ob es überhaupt geht. Heißt, wir hängen erstmal einen 5K-Widerstand dran und einen anderen Widerstand. Ich hole jetzt gleich welche, die löten wir dran und dann schauen wir mal, ob wir überhaupt den Widerstandswert schon mal gemessen kriegen, ob wir so überhaupt einen Widerstandswert hinkriegen. Wir müssen dann im ESB Home angeben, Plattform Resistance, Source Sensor, Downstream, also ob der unten oder oben hängt, den wir messen wollen. Wir müssen den Vorwiderstand angeben,
einen ADC-Pin angeben und dann müsste der uns eigentlich schon den richtigen Wert rausgeben. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Also wir sind bei IO25, GPIO25 wäre der hier. ADC Kanal 8. ADC2 Kanal 8 wäre das. Hofft, der funktioniert, ADC2. Wert der Erfahrung, gibt es einen Unterschied? ADC2, ADC1, macht es einen Unterschied? Nicht ADC2, okay, das dachte man nämlich. ADC2 klingt nicht gut. Das klingt für mich verdächtig. Also, Matthias hat sich sicher was überlegt, warum er den da hingelegt hat. Wir können den Vierer nehmen, das ist ADC1 Kanal 0. Den nehmen wir mal her. Die hat er nämlich, soweit ich das weiß, auf Testpunkte gelegt. Das heißt, da können wir uns direkt auflöten. So, jetzt könnt ihr gleich hier mal einen auf Hightech machen, Leute. Was haben wir hier? Orange, Blau, Schwarz, Braun. Wer kennt die Widerstandsfarben auswendig? Keiner, weil alle diese Aufkleber vom EHIO haben. Ne? Dann löten wir den dann dran und jetzt löte ich noch, jetzt hol ich irgendeinen anderen Widerstand. Ich gucke mal schnell, was ich habe. Habe ich hier nochmal 2 Kilo Ohm dazu. So. Dann haben wir hier oben die 3,3 Volt und hier haben wir die Masse. Ach, es kann doch, es geht nicht besser. Was habe ich jetzt genommen? Ich weiß schon gar nicht mehr. 3K, 2K. Wer hat sich gemerkt, was ich gesagt habe? Dann löten wir den da ein. Einmal. Zur Info. Das ist unsere Masse. Das ist 3,3 Volt hier. Und da gehen wir an den Analog-Pin. Soweit gut, oder? Kann jeder nachvollziehen. Ich habe jetzt hier unsere, das ist quasi die Software, die wir haben. Und da packen wir jetzt diese Resistance-Geschichte dazu. Ach so, jetzt müssen wir aber auf, oh Gott, jetzt sind das ja Arduino-Pins A0 funktionieren. Schreiben wir einfach 36 rein, ID, Temp-Sense-Source. Und das nennen wir Temp-Sense-Source. Downstream, wir haben 5K6 drin, Resistance-Sensor. Plattform Resistance. Erfassung des Widerstandswertes. Wir haben den Namen vergeben. Das heißt, er. Gehen wir nur Apostroph drumherum. Das heißt, er müsste es auch theoretisch anzeigen dann im ESP. Ich habe hier eine Konsole vorbereitet. Ich habe das vorher schon einmal kompilieren probiert. Success. Schaut nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. Er hat den ESP gefunden, er lädt es direkt hoch. Und jetzt, wenn jetzt 3K, 3000 Ohm da steht, dann glaube ich, wäre ich völlig überfordert, weil ich das gar nicht glauben könnte. Jetzt müsste er hier irgendwo irgendwas Neues anzeigen. Da unten, warum hat er den jetzt nicht drin? Den so schön hier reinprogrammiert. Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert, oder? Ich habe schon gespeichert, bevor ich kompiliert habe. Ich bin hier bei ESP Home, Sensei Hayo, YAML. Ich bin hier bei ESP Home, Sensei Hayo, YAML. Jetzt probieren wir es mal. Vielleicht habe ich nicht gespeichert. Könnte das sein? Jetzt macht er viel mehr. Es könnte schon sein, dass ich nicht gespeichert habe. Ne? Die Chance besteht. Könnte durchaus sein. Muss ich mich auch die Textdatei speichern, bevor man sie kompiliert. 12,5 zu 52,4. 12,5 zu 51,7. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht gespeichert hatte, ist gegeben. Muss ja nicht behaupten, dass ich jetzt blöd bin, der Textdatei zu speichern, bevor ich es kompiliere, aber die Fakten sprechen schon eher dafür. So, jetzt gehen wir nochmal ins ESP Home rein, unavailable, bla 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 bla. Müssen wir warten, bis das da ist. Heizung geht. So, Resistance Sensor 2617 Ohm, Robert ADC 1,05. 2617. Und jetzt haben wir hier ja eine Stiftleiste. Die löten wir jetzt einfach da direkt dran. So, einmal die Stiftleiste da dran. Und dann biegen wir den so runter und zufällig passt es da auch genau, dass wir den da dran löten können. So. Wundervoll.
Jetzt haben wir hier unseren 10K NPC mit dem 5K6 Vorwiderstand, den Messwiderstand auch nochmal durchmessen, sicherheitshalber. Da ist jetzt irgendetwas drauf, was nicht drauf sein soll. Löten wir den mal hier ab. Ein bisschen Restspannung oder so drauf. So, von da nach da. Habe ich nicht 5K irgendetwas gesagt? Habe ich ein 3K6 drin? Ist doch kein 3K6, ist Orange 3. Doch, das könnte sein. Orange könnte 3 sein, gell? Ich glaube, Orange ist 3. Dann ist es okay, dass er einen kompletten Bullshit angezeigt hat. Ich habe einen 3K6 Widerstand drin. Merken? 3K6. Aber erklärt einiges. Wir haben hier nicht 5K6, sondern 3K6. Ich glaube, ich habe echt 3K6 genommen, ne? 3K6. Naja, wird schön kommen. Wir haben jetzt hier jetzt. Fangen wir mal ganz anders an. Wir haben hier. Millimeter sagt, wir haben 18,3 Grad im Büro. 18,3 Grad haben wir im Büro, sagt das Multimeter. Bei 18 Grad sollten wir ungefähr 13 Kiloohm haben. Speichern. Kompilieren. Was sagt er da oben? Attaching external pull-up resistor strapping. Ja, das hat da nicht viel gemacht, ne? Wir laden hoch. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ungefähr 13K sollte man haben. Nee. Nee. Das passt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe mal die 1,05 Volt nicht vorher auch schon. Täuscht mich das oder hat man die vorher schon, die 1,05 Volt? Specify the ADC Attenuation to use. Da gibt es eine Verstärkung, die man noch einstellen kann. Und beim ESP32 geht es mit GPIO. Und on the ESP, the voltage measure with the caps out at 1,1 Volt by default. As the sensing range is set to 0 dB. Measuring higher voltages requires setting attenuation to one of the following values. 2,5, 6 dB, 11 dB. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal ganz schmerzfrei. Wir stehen quasi oben an. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass eine Attenuation, aber vielleicht bin ich da einfach, vielleicht kenne ich mich einfach zu wenig aus. Also das ist für mich eigentlich eine Verstärkung. Und eine Verstärkung heißt, dass er eigentlich eine niedere Spannung eher hochkriegt. Also für mich ist das keine Verstärkung, sondern eine Abschwächung. Aber wir schauen mal. So, wir schauen wieder da drauf. Resistance Sensor. Und wir schauen mal, was er jetzt anzeigt. Jetzt zeigt er 1,9 Volt an. Er zeigt einen anderen Wert an. Wenn ich jetzt mal meinen Tapsi-Finger da auf den Widerstand hebe, ändert sich aber trotzdem nichts. Ich bin nicht zuversichtlich, dass jetzt der Widerstandswert hier ändert, oder? Nee. Achso, wie oft ändert sich der Wert wohl? Das haben wir jetzt auch noch nicht geschaut, ne? Wie oft sich der Wert ändert, wie oft er den aktualisiert, wissen wir jetzt allerdings auch noch nicht. Ändert sich halt nicht so, dass das irgendwie Sinn machen wird, ne? Die Frage ist, wo stelle ich ein, wie oft er den abfragt? Update-Intervall. Geben wir nochmal das dazu. Update-Intervall alle Sekunden. Hätte ich auch nicht schlecht, wenn wir sowas machen würden. Nämlich gerade keine Ahnung, wie oft er eigentlich überhaupt diesen Wert aktualisiert. Update-Intervall, der Intervall-Check defaults zu 60 Sekunden. Na toll, schlau, ganz schlau, super schlau. Wenn der alles 60 Sekunden und Wert abfragt, dann können wir hier natürlich warten, bis wir grün und blau sind. Ne? Das erklärt natürlich auch wieder einiges. Also wir kommen dann schon in die Nähe. Wir kriegen dann schon was hin. Könnte schon funktionieren, oder Chat? Seid motiviert. Ihr seid motiviert und ihr seid überzeugt, dass wir es hinkriegen. Da, und kaum sagt man alle Sekunden aktualisieren statt alle Minuten, ändert sich auch was. Also nicht toll, aber es ändert sich was. Halte mal meinen Finger drauf.
Oh, dramatisch ändert er sich. Er ändert sich dramatisch, der Wert. Er ändert sich. Man muss nur richtig machen. Können wir das jetzt auch noch richtig cool? Gibt es da auch 0,1? Geht das auch? Weil ich meine, wenn wir eine Temperaturregelung hinkriegen wollen, dann sollte die schon relativ zügig sein. Jetzt bin ich mal neugierig, ob er das jetzt so oft aktualisiert, weil ja, macht er. Yes, he do, do. Sims hat was geschrieben gehabt. Da steht nämlich auch noch was von, man braucht noch Werte. Es gibt noch so alte Kalibriergedönse. Achso, du meinst quasi nur so, weil wir die 11 dB drin haben. Quasi das da. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Upload. So, wenn jetzt irgendwas mit 10K da steht, wäre ich an sich glücklicher. Ah, 14, 15. 15K. Achtung, 15K. 16 Grad. Warm machen. Körpertemperatur. Ich hatte ungefähr 30 Grad, haben wir damals gemessen gehabt. Ne? Wenn ich jetzt 30 Grad in der Hand habe, dann sollten wir ungefähr bei 8K landen. Hohoho. Hohoho. Ist das cool? Ist das cool? Ist das cool? Der freut sich noch. Ich freue mich mächtig. Und jetzt wird es nämlich richtig krass. Also keine Ahnung, was die B-Konstante ist von dem Widerstand. Aber es ist ein Standardwiderstand. Dann wird die B-Konstante schon passen, oder? So, jetzt tun wir mal das da nehmen. Dann kopieren wir das da oben rein. Plattform NTC. Sensor ist Temp Sense Source. Nee, Sensor ist. Achso, muss ich da jetzt Plattform. Ich muss dem jetzt eine ID vergeben, gell? Dem fehlt nämlich noch eine ID. ID. Temp Sense Resistance. So. 25 Grad, 10 Kilo Ohm. Name, NTC Temperature, speichern, kompilieren, gib ihm. Man muss immer optimistisch sein. Man kann einfach mal träumen. Und sonst geben wir ihm ein paar Stützpunkte und gut ist. Geht auch, haben wir gesehen. Jetzt müsst hier gleich Temp, NTC Temp dazu kommen. 17,8 Grad. 18 Grad kommt hin. Wie gesagt, mein Finger hatte das letzte Mal, wo wir gemessen haben, ungefähr 30 Grad. Jetzt nehme ich den mal in die Hand. Also ich bin gerade, ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich finde es gerade schon ziemlich geil. Ich habe ihn gerade in der Hand, hier einen Sensor. Also das geht gerade unbeschreiblich gut. Jetzt stelle ich mal den Lötkolben auf 80 Grad. Jetzt mal da drauf. Bin jetzt bei 80 Grad. Er hält die 80 Grad. Der Sensor geht hoch. Er hat jetzt gerade einen mega Überschwinger gehabt, der Lötkolben, weil er hat gerade massiv versucht, diese Masse hier anzupassen. Aber ganz ehrlich, muss ich jetzt schon mal sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade seht. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich begeistert bin, aber ich bin gerade mächtig begeistert. Ich bin gerade so mächtig begeistert. Also, das ist gerade da Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es geil. Also, jetzt probieren wir dann gleich was richtig, richtig pervers Krankes. Also, jetzt probieren wir was so Krankes, dass das quasi illegal ist, was ich mache. Völlig, völlig irre. Achso, was war, irgendwas habe ich, das habe ich letztes Mal, glaube ich, angeschaut. Bang, bang, Kontrolle ist ein Zwei-Punkt-Regler. Jetzt machen wir was richtig Krankes. Wird nicht funktionieren. Wenn das funktioniert, dann bin ich völlig, also dann bin ich völlig weg. Plattform, bang, bang. Name? Boiler, Temperatur, Heizungs, Regelungs, Hightech, Gedöns. So, wir haben einen Sensor. Der Sensor heißt Temp Sense Resistor. Ne, der Sensor heißt, der hat keine ID. ID, ein Doppelpunkt,
Sensor Boiler Temp, nennen wir den jetzt. Den tun wir da unten rein. Sensor Boiler Temp. Default Target Temperature Low. Da könnte man das jetzt einstellen. Wir sagen jetzt mal 25. Nee, 20, 23, 22 bis 25. Turn on Heater. Unser Heater heißt Heizung. Heißt ID GPIO Heizung. Turn on GPIO Heizung, turn on GPIO Heizung. Das funktioniert nie. Compile. Er sagt nicht mal ein Error. Er sagt nicht mal eine Warning. Er kompiliert wie ein Weltmeister. Er lädt es hoch. Es wird hier gleich irgendwas passieren. Es wird gleich die Boiler-LED angehen. Die Boiler-LED ist an. Ihr seht es schon auf der Webcam da ganz oben. Die Boiler-LED ist an. Er hat hier eine Boilertemperatur und die ist da unten und deswegen heizt er. Und wenn ich jetzt meine Hand dran halte, dann hört er auf zu heizen über 25 Grad. Und wenn ich wieder runterkomme, wenn ich wieder runterkomme, runter, abkühlen. Abkühlen. Dann schaltet er den Boiler wieder ein. Und jetzt ist er in dem Hysteresebereich und er bleibt an, bis er über die 25 Grad kommt. Dann schaltet er wieder aus. Was sagt's jetzt dazu? Also bitte, was sagt's jetzt zu sowas Geilem? Also ich bin gerade total hin und weg. Also das ist so irre von allem vom, also ich bin gerade, jetzt schaltet da gleich wieder die LED ein, oder? Ja. Jetzt könnte hier aber die Werte nur ändern. Jetzt könnte hier sagen, dahin und dahin, dass wir quasi weniger Hysterese haben. 23 und ich krieg's nicht hin. 23 und 24. So. Er heizt. Sieht man hier in der LED. Er heizt nicht mehr. Er heizt. Irre, oder? Ist das nicht irre? Er heizt nicht mehr. Nee, das ist. Das ist gerade das Geile dran, Neudi. Das läuft in Hardware. Das, was du hier alles siehst, das ist ESP Home. Das läuft auf dem ESP. Das ist völlig unabhängig. Du gibst hier nur die Sollwerte vor. Die ganze Regelung und alles, was du da siehst, auch das LEDs ein-ausschalten, was ich da habe, das geht alles offline. Das läuft auf dem ESP. Das ist ja gerade das, warum ich gerade so begeistert bin. Das ist so irre. Also der Home Assistant macht dir gerade gar nichts, der ist komplett außen vor, der ist nur darstellendes Element, der zeigt es nur, was der macht. Ja, logisch speichert er den letzten Sollwert. Ja, also wenn es jetzt überschreibt, natürlich nicht, aber wir könnten den mal in den Saft weggeben, dann sehen wir es. Machen wir jetzt mal was Krankes, stellen wir mal von 14 Grad bis, ne, machen wir so. Ups. 10 Grad bis 30 Grad habe ich jetzt eingestellt. Jetzt nehme ich meinen Saft weg, Strom weg. Kein Strom mehr. Jetzt wird er hier gleich als offline dargestellt. Und schalte den wieder ein. Ist immer noch online, aber er funktioniert nicht. Jetzt haben wir wieder eingeschalten. So, Heizung ist aus. Boilertemperatur ist wieder da. Und er hat die letzten Werte noch drin. Ich werde jetzt hier noch diesen Namen hier rausnehmen, weil
mich diese Aktualisierung total nervt. Kompilieren wir das Ganze nochmal. So, jetzt fliegt der hier gleich raus. Den gibt es jetzt nicht mehr. Machen wir hier mal einen auf F5. Dann fängt es nämlich auch das Logbuch wieder, weil er nicht hier dauernd diese Temperaturänderungen aufzeichnet. Der fliegt dann irgendwann mal raus mit der Zeit. Und dass das hier sich ändert, ist egal. Die 28 Grad hat er sich immer noch gemerkt. Er heizt. Ich heiz nochmal hinterher. Und off. Und on. Es wird so toll, wenn dieser Boiler drin ist. Und es wird so toll, wenn dieses erste Mal irgendwie einen Fehler hat und alles brennen wird. Da freue ich mich am meisten. Ja, genau. Also eigentlich wisst ihr, dass ich und Software nicht die größten Freunde sind. Das da finde ich gerade mega. Also, und ich weiß halt, warum man jemals überhaupt nur ansatzweise irgendwie dran denken sollte, eine Software zu programmieren, weil es geht so gut. Schaut es euch an, wie gut das geht. Ich sage schon mal Tschüss. Vielen Dank an alle. Ich hoffe, das YouTube-Video, was euch zusammenschneidet, hat euch jetzt auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.